Hallo Lokführer. Sie befinden sich im Führerstand eines Süwex Flirt 3, der vom Mainz Hauptbahnhof nach Bingen Hauptbahnhof fährt und einen zusätzlichen Halt in Ingelheim einlegt. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke endet dieser Zug in Bingen. Bitte lassen Sie die Fahrgäste zusteigen, bevor Sie losfahren. Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, die Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, es geht mal wieder los. Eine weitere Folge Train Simulator 2020. Wir lassen mal die Fahrgäste hier einsteigen. Und rüsten mal unseren neuen DLC-Zug hier auf. Oder was heißt DLC-Zug? DLC-Map. Denn das ist nämlich die Frankfurt-Koblenz-Karte, die jetzt vor einigen Wochen, ja, Tagen erschienen ist. Für stolze 29,99 € könnt ihr das Ganze auf Steam kaufen. Und ja, mit dabei natürlich hier dieser Zug, diese Strecke. Und das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen mal angucken. Die ganze Aufgabe dauert ungefähr um die 25 Minuten. Also von daher haben wir es heute ein bisschen entspannter. So. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Ich habe ein bisschen was eingestellt hier, denn tatsächlich, muss ich ja sagen, war ich ja mit der Performance vom Train Simulator ja nicht so zufrieden gewesen. Da gab es immer so ein paar Sachen, die mich halt gestört haben. Ja, also wir waren hier mal so bei 60 FPS und auf einmal knallte es halt immer runter. Und das war mal so kontinuierlich, ja, gefühlt so alle 15 bis 20 Sekunden ging das halt immer. Und das hat mich halt mega genervt. Da gibt es wohl einen Tipp, den habe ich mir mal zur Brust genommen und siehe da, es funktioniert. Allerdings läuft das Ganze jetzt nicht mehr auf 60 FPS, sondern das Ganze wird jetzt begrenzt auf 30 FPS. Aber dafür läuft es halt halbwegs ruckelfrei durch. Mal gucken, wie euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne mal dazu in die Kommentare posten, ob das jetzt halt dementsprechend ein bisschen besser funktioniert. So, wir lassen mal die Fahrgäste jetzt hier einsteigen, Richtungswende nach vorwärts. Und soweit sind wir hier erstmal fertig. So, das Ganze, ja, sieht also dementsprechend so aus. Ich bin mal gespannt, wann es denn die ersten Aufgaben wieder dafür gibt oder sowas. Ein paar Fehler sind mir schon aufgefallen, weil ich das Ganze schon Probe gefahren bin. Hier fehlen zum Beispiel, ja, irgendwie Signale, also nicht Signale, sondern Ankündigungsschilder. Das ist ein bisschen lästig tatsächlich, ja, weil du dann einfach wieder eine Zwangsbremse kassierst, ohne dass du dafür was kannst, ja, weil du was nicht bestätigen konntest, was du nicht siehst. Und dementsprechend, ja, hoffen wir mal, dass ich das jetzt noch gut in Erinnerung hatte und dementsprechend weiß, wo das Ganze halt passiert ist. So, los geht's. So, mit 80 dürfen wir hier. So, nächster Halt ist in Ingelheim, in 17 Kilometern. Das ganze Ding werden wir jetzt auch zu Ende fahren, nicht jetzt wie die letzte Folge mit dem ICE. Ne, das schaffen wir locker. Ja, wie gesagt, ich hatte das ja schon mehrmals angesprochen gehabt, dass ich halt immer so eine Mikroruckler habe und das habt ihr ja nun auch selbst gesehen halt teilweise im Stream oder halt auch in den Let's Play-Folgen, ne, dass es halt die ganze Zeit flüssig war und auf einmal sackte es halt richtig, ne, da ging die FPS dann halt richtig runter und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Mein System ist schon sehr modern, muss man sagen, ja, also ich habe hier eine 1080 drin, ich habe hier den Ryzen 7 3800X drin, ich habe hier 32 GB Arbeitsspeicher drin und das Ding, ja, das läuft nicht so, wie es eigentlich laufen soll. Und da macht man sich dann natürlich einen Kopf und dann ja, nervt einen das dann halt auch tierisch, ja, warum, wieso, weshalb das Ganze so ist. Und ja, dementsprechend war ich dann mal auf der Suche gewesen, weil das war hier auf der Strecke besonders schlimm wieder gewesen. Bei der Wittenberg-Strecke da, die wir jetzt zuletzt hatten mit dem ICE, da war das gar nicht so extrem. Aber hier war das wieder massivs gewesen, ja, dass du halt dieses Gefühl hattest, irgendwas läuft nicht. Und ja, dementsprechend musste ich da mal auf den Grund gehen. Und da gibt es natürlich einen Startparameter, den man einstellen kann bei Steam. Und das habe ich gemacht, ja, dass man hier den Train Simulator einfach auf 30 FPS begrenzt, dass er halt nicht mehr als 30 FPS nehmen darf. Und siehe da, ihr seht's, die Mini-Ruckler sind einfach weg. So einfach kann das gehen, ja. Warum
muss man das Ganze so machen. Warum bietet das halt DovTail Games nicht schon von vornherein an? Wahrscheinlich andere damit nicht so zu kämpfen haben oder sowas, ja, aber das war bei mir ja schon extrem schlimm gewesen hier teilweise. Und seitdem das jetzt halt so ist, ne, merkt man ganz kurz, dass er mal kurz ein bisschen die FPS mal runtergeht, aber im Großen und Ganzen läuft es mega flüssig. Und ich kann das Ganze jetzt hier in 4K spielen und in Full HD aufnehmen, ohne dass es da jetzt irgendwelche Probleme gibt. Und das finde ich halt auch noch ziemlich nice. So. Mal hier die Siefer hier bestätigen. So, machen wir mal einen Screenshot hier machen. Ja, da hängt es natürlich mal kurz. Ich glaube, hier kam das gleich. Ich glaube, hier kam das gleiche. Oder? War das weiter? Ich weiß es nicht. Naja, dann müssen wir es halt hinnehmen. Dann seht ihr ja selber wahrscheinlich. Oder vielleicht findet ihr den Fehler, den ich halt übersehe. Das kann natürlich auch sein. Aber an sich muss man wirklich sagen, eine sehr, sehr hübsche, sehr schöne Strecke. Wir haben auf der rechten Seite halt viel Grün, auf der linken Seite viele, viele Häuser und alles was. Also das hat man hier schon extrem schön gebaut. Haben wir jetzt natürlich auch ein Szenario der schon höheren Schwierigkeitsgrade. Aber wie gesagt, 25 Minuten, das geht vollkommen in Ordnung. Die ganzen Aufgaben werden auch nur mit diesem Süwex gefahren, finde ich ein bisschen schade. Weil man hat ja bei Steam ja doch schon ein bisschen eine Riesenlatte an Fuhrpark angegeben und dementsprechend nur Szenarios für... Ja, den Süwex hier, das ist ein bisschen wenig tatsächlich. So, Sifa. Komm, ja, du musst jetzt hier nicht die Zwangsbremse hier. Auch wenn es ein bisschen blöd hier, du hast hier kein Gefühl von dem Schubregler, ja. Du versuchst in die Mittelstellung zu gehen, ja, dann hast du zwar dieses Klacken, aber das ist halt so, so minimalistisch. Musst du dich schon irgendwie dran gewöhnen halt. Okay. Sind wir ja gleich in Ingelheim schon. Ich fahre auch lieber langsamer, als wie wenn ich hier so eine schöne Zwangsbremse kassiere, ganz ehrlich.
Der sieht da jetzt bin ich, wollte nur die Bremse lösen und er gibt wieder Gas halt. Ja, das ist halt super anstrengend. Was? Siehst du, das ist das, was ich meine. Ja, du kommst halt immer drüber. So, zum Beispiel die 60 hier werden nirgendwo angegeben. Ja, ich habe gerade zu viel TSW gespielt. Ich will immer die Q-Taste drücken. Ah ja, genau. Ja, auf einmal 60. Alles klar. Wer weiß das schon? Weil jetzt waren nämlich erst die 60 da gewesen. Ich weiß nicht, also das sind schon wieder so Fehler, die ich wieder absolut nicht nachvollziehen kann. Testet man sowas vorher halt nicht. Ja, also das ist halt ein bisschen extrem. Aber naja, was weiß denn schon ich? So, aber in Ingelheim sind wir angekommen. So, Türen auf. Wow, wir sind bei ganzen 13 Punkten hier gelandet. Großartig. So schaut's aus. Wie gesagt, wenn du das weißt, dann macht's natürlich Sinn, denn, ja, dann weißt du schon, worauf du dich immer so einlassen musst. Deswegen fahre ich meistens jetzt immer schon das Szenario meistens immer vorher ab, um zu gucken, wo sind Fehler drin, ne? Sind überhaupt Fehler drin oder wird das eine leichte Nummer? Ja, hier. Habt ihr ja nun gesehen, ne? Sonst, Innenansicht hier von dem Zug hier sieht natürlich sehr, sehr dürftig aus. Also wenn man jetzt davor den ICE irgendwie mal so gefahren hat oder sowas, ja, das sind Unterschiede. Das sind Welten. Ja, ich kenne den Zug nicht, ich kenne halt die Strecke nicht. Ich bin da halt relativ wenig mit der Öffentlichen unterwegs oder Nahverkehr oder Fernverkehr oder sowas. Ja, bin dann nun mal Autofahrer. Und ich hab mir aber so sagen lassen, das soll wohl schon sehr realistisch dargestellt sein. Wenn euch natürlich irgendwas auffällt, dann gerne mal dazu in die Kommentare. Den Zug, den gibt es auch von Chris Trains, ne? Der ist natürlich dann tausendmal schöner und so. Ich glaube, das ist jetzt nicht dieses Modell, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müsste jetzt eigene Qualität sein von Dovetail Games. Aber wie gesagt, den gibt es auch von Chris Trains. Und der war ziemlich nice gewesen. Das weiß ich, den hatte ich relativ gut in Erinnerung. So, machen wir jetzt hier ganz kurz hier so. Aber ja, schon das Bild hier. R2 nach Bingen. Ja, oh, das war falsch. Ich wollte die F3-Taste drücken. Ja, also wie gesagt, also bei mir hat es funktioniert, der Tipp. Also an der Stelle mal wirklich ein großes Dankeschön. Ihr habt jetzt selber gesehen, es läuft zwar ein bisschen jetzt nicht mehr so rund, ja, also so mit 60 FPS. Man merkt schon den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS. Manch einer meint, das ist Quatsch. Das sieht man nicht. Ich finde halt schon, dass man das extrem stark sieht. Aber lieber so, als wenn du hier halt immer so eine ständigen Frame-Einbrüche hast oder sowas. Ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen oll. Aber so jetzt hier im Großen und Ganzen seht ihr, ne, läuft das Ganze halt schon alles rund. Da müsst ihr aber einfach mal eintippen hier, so, ne, Frame springt. Oder vielleicht kann ich dazu das Ganze auch dann mal unten in die Videobeschreibung einfach mal reinposten, was ihr da machen müsst.
Das Ganze ist bei mir zusätzlich noch auf eine SSD installiert halt. Ja, also deswegen hatte mich das sowieso gewundert gehabt. Also 64-Bit, SSD, eigentlich eine moderne PC-Ausstattung. Halt alles das, was halt zum Flüssigspielen da ist. Und dann hast du dann halt immer so eine heftigen Sprünge drin. Und das konnte ich mir nicht wirklich auf mir sitzen lassen. Das ist halt bei OMSI, was Normales ist, okay. Ja, aber beim Train Simulator, halt hallo. Ne, was halt immer geupdatet wird, konnte ich mir das Ganze nicht vorstellen. Aber nun gut, jetzt funktioniert es. Da einfach über die Startoption einfach eingetippt und dann funktionierte das Ganze dann schon. Also, großartig. So, los geht's. Weiter. Aber auch pingelig hier, wirklich. Hey, kann mal drüber, er kriegt gleich Punktabzüge. Hallo? So, das wäre jetzt hier nämlich wieder so ein Punkt gewesen, weißt du, wo er wieder so komplett runtergecrashed wäre. Das hätte halt wieder, wäre halt super aufgefallen. Dadurch, dass das Ganze aber allgemein halt schon auf 30 FPS läuft, kriegst du es halt nicht mehr so groß mit halt. So, nächste Halt ist Bingen in 11 Kilometer. Da haben wir dann schon wieder unser Halteziel erreicht dann. Mir nicht vorstellen, dass das jetzt die komplette Strecke war. Ich glaube, meiner Meinung nach stand da irgendwas mit 130 Kilometer. Wir haben jetzt hier gerade mal bloß was Kleines irgendwie angerissen. Muss gestehen, ich habe jetzt hier auch wieder kein Schild gesehen, wo jetzt so 150 war. Ja, aber wie gesagt, so macht es deutlich mehr Spaß, ja, wenn es halt nicht mehr so extrem so rumleckt. Aber keine Zwangsbremsung. Ist doch schon mal was. Ich muss mir unbedingt neue Kopfhörer besorgen. Ey. Das waren Sennheiser Kopfhörer, großartig. Gibst 250 Euro aus und hast du hier mittelmäßige Qualität, großartig. Deswegen niemals Funk-Kopfhörer, niemals. Die kannst du meistens spätestens nach einem Jahr in die Tonne treten. Ja, Leute.
Wieder ein Fehler beim Schienenbau. Deswegen ist der Zug gerade so schön gesprungen. Also das ist schon Qualität, die überzeugt hält. Keine 100 Ankündigungen, nichts dergleichen. Ja, wer braucht denn sowas auch? Wer braucht's denn? So, jetzt kommt auf einmal 70. Ne, 90. Das ist hier überhaupt nirgendwo drin. Jetzt dürft man wieder 100. Also, das kannst du echt knicken, ja. Oh. So, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr den, der jetzt hier findet und ob ihr euch das Ganze geleistet habt oder ob ihr gesagt habt, so nee, um Gottes Willen. Dann nutzt gerne mal die Kommentarfunktion, lasst mich das Ganze mal wissen. Mich würde mal brennend interessieren. Und sonst, ja, haben wir auf jeden Fall das Szenario hier durch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr das ja auch gerne in die Kommentare posten. Dann können wir uns bestimmt noch so das eine oder andere hier angucken. Spätestens dann im Livestream dazu, wenn wir dann, denke ich mal, mehr sehen. Wieder unsere Train-Simulators denn hier wieder mal so ein bisschen streamen werden. Ja, also das sind die 30 Euro, die ihr jetzt hier bekommt. Und wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare posten. Ich glaube, wie gesagt, wir sind zu Ende. Ja, wir sind zu Ende. Deswegen würde ich es ganz kurz machen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass euch die Folge dennoch gefallen hat. Ja, wie gesagt, mit ein paar Schwierigkeiten hier, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Und ja, sonst bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.